So. Jetzt kommen wir zur nächsten Täuschung. Und da muss man etwas aufpassen. So. Ja, wir haben ihn ja Unrecht getan. Es gibt übrigens eine Säule des Imams. Es gibt 6 Säulen des Imams im Islam. Atu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawm al-akhir wa bil qadri khairi wa sharri. Bei den Sunniten. 6 Säulen. Zu diesen Säulen gehört der Glaube an das Jenseits. So. Wer einen einzigen Vers im Koran leugnet, ist raus. Ist weg vom Fenster. So. Und wir haben gesagt, er leugnet Paradies und Hölle. Dann hat er gesagt, nein! Wie kann man sowas nur von mir behaupten? Ja, vielleicht bin ich einfach zu doof dafür, das hier zu verstehen. So. Gott hat den Menschen aus Liebe und Barmherzigkeit herausgewählt. Zugleich spricht die islamische Theologie jedoch von einer brennenden Hölle, in der Menschen ewig geschworen werden. Wie kann dies mit der Barmherzigkeit Gottes vereinbar sein, der beim absoluten Barmherzigkeit Gottes vereinbar sein, der den Wunsch hat, alle Menschen in seine Gemeinschaft in Liebe und Barmherzigkeit aufzunehmen? So, jetzt. Jetzt gibt er selber zu, die traditionelle islamische Theologie sieht im Jenseits einen Ort des Gerichts mit einem doppelten Ausgang, entweder Paradies oder Hölle. Das heißt, die traditionelle, damit sagt er schon, er hat nicht die traditionelle islamische Theologie, dass es im Jenseits einen doppelten Ausgang gibt, entweder Paradies oder Hölle. Ja? Ich meine, warum schreibt er das? Er will damit sagen, er folgt nicht der traditionellen Theologie von Paradies und Hölle. Okay, was ist seine Auffassung? Weiter. Belohnung oder Bestrafung? Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, wer ins Paradies kommt, wer in die Hölle kommt. So, dann schreibt er einiges. Ja, dazu, wer ins Paradies kommt, die Hölle, dass die Muslime glauben, er schreibt das selber jetzt hier, dass die traditionelle Lehre glaubt, dass alle Nicht-Muslime für immer in der Hölle bleiben. Das schreibt er selber. So jetzt. Allerdings gilt dies nur für Muslime, darin sind sich beide Denkrichtungen, damit meint er hier Ashaira und Mutezila, einig, Nicht-Muslime haben keine Chance auf das Paradies, egal wie gut sie im Leben gehandelt haben, sie bleiben nach der traditionellen islamischen Theologie ewig in der Hölle. Das heißt, er verleugnet das. Deswegen betont er extra, ja, aber wir kommen gleich dazu, die traditionelle islamische Theologie. So, jetzt geht's weiter. Wenn die Wiederauferstehung also eine Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes ist, stellt sich die Frage, was mit der Höllenstrafe gemeint sein kann. Ich habe gesagt, er hat die Hölle geleugnet. Jetzt schaut mal hier. Dies verlangt von uns eine andere Leseart des Höllenfeuers. Ja, welche andere Leseart denn? Und des Gerichtstages. Der Ansatz, den ich hier vorstellen möchte, sieht im Jenseits anders, als es die Aschariten oder Mu'taziliten tun, nicht nur ein Gericht, dessen Ziel es ist, Gerechtigkeit wiederherzustellen, sondern darüber hinaus eine Phase der Transformation, mit der die Menschen zur ewigen Glückseligkeit, also in die Gemeinschaft mit Gott, gelangen. So. Das heißt, er sagt schon mal hier nochmal, er widerspricht der traditionellen Lehre von Mu'taziliten und Aschariten. Wir können das weiter ausführen. Er widerspricht der traditionellen Lehre von Mu'taziliten, Aschariten, Maturiditen, sogenannten Salafiten, Schiiten, Saiditen, von allen Schulen. Okay? So, dann geht's weiter. So, und dann kommt er am Ende zu der Schlussfolgerung. Die Hölle ist demnach kein Ort der Bestrafung oder der Rache Gottes, sondern steht symbolisch für das Leid und die Qualen, die der Mensch im Laufe dieses Transformationsprozesses erlebt. Da hat die Hölle nicht geleugnet. Steht symbolisch dafür. Steht symbolisch. Was soll ich darunter verstehen? Oh, Entschuldigung, dass wir es falsch verstanden haben. Man muss sich nur fragen, das falsche Verständnis, liegt das daran, dass man sich doof ausdrückt, oder liegt das daran, wenn man es nicht versteht? Also, das steht, also die Hölle ist kein Ort der Bestrafung. Das ist pure Leugnung der Hölle. So, dann geht's weiter. Und natürlich, nochmal zum Betonen, mir geht es hier gar nicht darum jetzt, von mir, wenn ein Nicht-Muslim zu mir kommt, sagt er, glaubt nicht an die Hölle. Ja, gefällt mir nicht, aber im Endeffekt ist das seine Angelegenheit, die muss er mit seinem Schöpfer ausmachen. Aber wenn jemand behauptet, ja, er habe den richtigen Islam und alle anderen haben es falsch verstanden und er soll den
bekenntnisorientierten Religionsunterricht leiten, dem kein Schiit folgt, dem kein Sunnit folgt, dem kein Ebedit folgt, kein Saidit folgt, kein Mu'tazilit folgt, dann sagen wir, hallo, was ist hier los? Das ist ein Witz, ist das eine Volksverdummung? So, weiter im Text, ja. So, jetzt pass auf. Die Hölle ist demnach kein Ort der Bestrafung oder der Rache Gottes, sondern steht symbolisch für das Leid und die Qualen, die der Mensch im Laufe dieses Transformationsprozesses erlebt. Dabei begegnet er einerseits der unendlichen Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Dies versetzt ihn in Scham und Demut, da ihm bewusst wird, dass er in seinem Leben Nein zu dieser Liebe und Barmherzigkeit gesagt hat. Das heißt, die Hölle ist bei ihm ein Zustand des Schames und der Demut. Oh, ich hab's schlecht gemacht. Wie so in der Schulklasse, stell dich in die Ecke, du Lümmel. Das ist schlecht. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle bei ihm. Jetzt geht's weiter. Keine Angst, es geht noch weiter hier. So. Dieses Verständnis, was soll jetzt kommen? Dieses Verständnis des Jenseits leugnet keineswegs die Existenz von Paradies und Hölle. Ach so. Komisch. Ich dachte, das ist kein Ort, den der Hölle heißt. Ja. Versucht sie aber nicht im wortwörtlichen Sinne als grünen Garten und brennendes Feuer zu verstehen, sondern im übertragenen Sinne als Symbole der Glückseligkeit und des Leidens. Es kann jetzt sein, dass es hier einen Nichtmuslim gibt, der sagt, ach, das gefällt mir. Kann ich mir gut vorstellen, dass es ihm gefällt. Weil er sagt, du kannst so bleiben, wie du willst, es gibt keine Hölle. Ja, und wenn ich sage, ja, es gibt eine Hölle und da gibt es heftige Bestrafung, ja, da gibt es heißes Wasser, natürlich, das wird ihm nicht gefallen. Aber es geht hier nicht um Gefallen, es geht hier um die Wahrheit und das ist einfach eine Verdrehung der Tatsache. Jetzt geht's weiter. Versteht man die koranische Offenbarung dialogisch als Rede Gottes, dann erschließt sich auch die Notwendigkeit dieser Bilder. Sie sollen abstrakte Kategorien wie Glückseligkeit oder schlechtes Gewissen veranschaulichen. Das heißt, die Hölle ist ein Zustand des schlechten Gewissens. Maschallah. So, achter Punkt. Die Hölle ist nichts anderes als der Zustand, in dem sich derjenige befindet, der Nein zu Liebe und Barmherzigkeit sagt. So, und dann kommt er hier mit einem Hadith. Nein zur Gottesgemeinschaft sagt. So sagt der Prophet, nur derjenige kommt nicht ins Paradies, der sich weigert. Guck mal. Er bringt den Vers, nur derjenige kommt nicht ins Paradies, der sich weigert. Warum bringt er den Hadith? Warum bringt er nicht den ganzen Hadith? Der Hadith sagt, der Prophet sagt, Kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Der sagt, meine ganze Gemeinschaft, das heißt alle Muslime, kommen ins Paradies, außer diejenigen, die sich weigern. Dann wird er gefragt, ja Rasulullah wa man aba, o Gesandter Allahs, und wer weigert sich? Dann sagt er, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wer mir gehorcht, geht ins Paradies, wer mir sich widersetzt, geht in die Hölle. Weil er das ja alles so hinstellen will, wie, ja, Hauptsache, man ist ein guter Mensch und so weiter und so fort. Das ist aber nicht Islam. Deswegen will er immer diese ganzen Befehle wegaddieren. Okay, Herakel, der hat den Befehl vom Propheten bekommen, nimm den Islam an. Hat er ihm gehorcht? Nein. Okay, haben wir eben gehabt. Er hat ihm einen Brief geschrieben, nimm den Islam an, so bist du gerettet. Okay, so bist du sicher. So, dann sagt er, dann kommt er mit Imam al-Ghazali und will behaupten, dass Imam al-Ghazali dieser Lehre folgt. Imam al-Ghazali. Und zitiert aus Ihya Ulumuddin etwas, was gar nichts mit dieser Sache zu tun hat. Imam al-Ghazali ist ein Asch'arid und die Asch'ariden glauben, ja, und dann kommt er dann mit dem, die Asch'ariden glauben, dass das, was Allah im Koran sagt, über Paradies und Hölle richtig ist, dass man sich aber kein genaues Bild davon machen kann, dass die genaue Beschaffenheit über unsere Vorstellungskraft ist. Imam al-Ghazali sagt aber nicht, dass das metaphorisch zu verstehen ist und ein Zustand der Demut und des Schamgefühls ist. So. Und dann zitiert er hier, und wir haben das rausgesucht, weil wir gucken uns das an. Vor unseren Augen kann er keinen Blödsinn erzählen.
Wir lassen uns unsere Religion nicht von irgend so einem Typen, der den Namen von Imam Ghazali besser gar nicht in den Mund nimmt, durch den Dreck ziehen und kaputt machen. Und durch den Dreck ziehen, damit meine ich nicht, dass das vielleicht dem einen oder anderen gefällt, sondern ich meine damit, dass man die Religion verfälscht. Der Islam, wir glauben, der Islam ist schön, so wie er ist. Wenn das einem nicht gefällt, ist das sein eigenes Problem. Aber wir werden den Islam nicht verändern, damit es hin zum Kunst in den Kram passt. Ganz einfach. So. Und dann erzählt er hier, Bayan Kaifiyatu, ja, hier, Erlem ene Dunya min al-Alem al-Mulk wa-Shahada wa-Al-Akhira min al-Alem al-Ghayb und so weiter und so fort. Und er erzählt das dann hier. Und das ist das, was Imam al-Ghazali damit meint. Imam al-Ghazali bestätigt in keinster Weise seine Meinung. Und jetzt zitiere ich euch was anderes von Ihya Ulumuddin, wo er explizit auf die Fragestellung eingeht, ob man die Verse über das Jenseits metaphorisch erklären soll. Und zwar im Kapitel Darajatu Ta'wil, ja, Al-Ghazali. فَمِنْ مُسْرِفٍ فِي رَفْءِ الظَّوَاهِرِ انْتَهَى إِلَى تَغْيِيرِ جَمِيعِ الظَّوَاهِرِ وَالْبَرَاهِينِ وَأَكْثَرَهَا حَتَّى حَمَلُوا قَوْلُهُ تَعَالَى وتكلمنا أيدينا وتشهد أرجلهم وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وكذلك المخاطبات التي تجري من منك ونكية وفي الميزان والصراط والحساب. Das heißt, Imam Ghazali sagt hier, dass es Leute gibt, die übertreiben in der metaphorischen Erklärung, dass sie sogar Dinge metaphorisch erklären, wie zum Beispiel der Vers, der sagt, und ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße werden Zeugnis abgeben. Er sagt, Imam Ghazali, das ist nicht metaphorisch, weil diese Sache ist im Diesseits unmöglich, aber nicht im Jenseits. Okay? Dann sagt Imam Ghazali weiter. Ja. وَالْمُنَاظَرَاتْ عَلِ النَّارُ وَعَلِ الْجَنَّةِ. Und die Diskussionen zwischen den Leuten der Hölle und den Leuten des Paradieses. Das ist das Hauptargument von Muhammad Khurshid in seinem Buch, warum er sagt, Hölle und Paradies sind metaphorisch gemeint. Und er, Imam Ghazali, sagt hier, das ist nicht metaphorisch zu verstehen. Ja? Wenn die zu denen sagen, Afidu alayna min al-ma, schüttet Wasser auf uns herunter. Sondern das sind Dinge, die zur Intensivierung der Strafe noch beitragen. Das ist Ihya Ulumuddin, Darajatu Ta'wil, und dann seht ihr, dass er ein Lügner ist. Das heißt, er nimmt sich etwas von Ihya Ulumuddin raus, was ungefähr so aussieht, als wenn es zu seinem Schwachsinn passen könnte, aber das, was ihn komplett widerlegt, lässt er raus. Was ist das für eine wissenschaftliche Herangehensweise? Das ist ein Scharlatan. Den muss man achtkantig aus der Universität rausschicken und dann gibt man dem Survival-Buch von Rüdiger Neberg, da kann er sich eine Blockhütte in Rocky Mountains bauen und kann seinen Schwachsinn in Eichhörnchen erzählen. Ja. Leute, vielleicht kann das der ein oder andere nicht verstehen. Wir lieben unsere Religion und was wir am meisten verabscheuen, ist, wenn einer die Religion schönreden will, im Sinne, sie verdrehen will. Wir glauben, die Religion ist schön. Wenn sie einem nicht, und sie ist so schön, wie sie ist. Wenn es eine andere Meinung hat, ist das sein Problem. Ja? Aber das gibt mir nicht das Recht, die Religion zu verbiegen. Ja? Da kommt der Nicht-Muslim Karl-Heinz zu mir. Ja, gibt es im Islam Kopftuch? Ja, heutzutage können wir das anders sehen. Ja, gibt es im Islam, muss man fünfmal am Tag beten? Ja, wenn man will. Gibt es im Islam eine Hölle? Ja, nee, komm alle ins Paradies. Ja, das ist halt nicht Islam. Das ist halt nicht Islam. Das ist keine Ahnung, was das ist. Das ist Dagobert Duck oder was auch immer.